Und ich befürchte zum Beispiel auch, dass eben diese Zertifikatspflicht jetzt nicht nur beim Thema Gesundheit halt macht, sondern dass man dann sagt, ja gut, wieso nicht auch ein Klimazertifikat für alle Autofahrer, die lassen wir jetzt nicht mehr am Arbeitsleben teilhaben, oder ein, weiß ich nicht, Sozialverträglichkeitszertifikat, alle, die nicht eine gewisse Quote von allen Minderheiten angestellt haben, dürfen nicht mehr unternehmerisch tätig sein. Das kann man ja beliebig ausdehnen, wenn man das Prinzip der Freiheit mal abgeschafft hat und wirklich einfach begonnen hat, Minderheiten zu diskriminieren.